Atem geht ruhig und tief. Deine Sinne gehen nach innen. Alles in dir wird ruhig. Beide Schultern sind ganz entspannt. Das Gesicht wird freundlich. Deine Stirn wird glatt. Und der Atem geht ruhig und tief. Und so atme Frieden ein. Und atme Frieden wieder aus. Und informiere so deine gesamten Zellen in deinem physischen Körper. Frieden sei mit dir. Frieden sei mit uns. Du kannst es fühlen. Der Klang Frieden hat eine sehr hohe Schwingung. Denn Frieden ist ein heilsamer Zustand der Stille. Frieden ist ein heilsamer Zustand der Ruhe. Wenn wir in Frieden sind, gibt es keine Störung von außen. Wenn wir in Frieden sind, gibt es keine Beunruhigung. In Frieden sein heißt, in Ausgleichung sein. Ausgleichung zwischen den beiden Gruppen.
großen Kraftströmen. Ausgleichung zwischen den beiden Urprinzipien Yin und Yang. Das Empfangende und das Schöpferische. Eine ständige Bewegung in der dualistischen Natur. Das Empfangende und das Schöpferische. Das Aufnehmende und das Abgebende. Eine ständige Bewegung. Das Empfangende bewegt sich nach unten oder nach innen. Horche. Empfange. 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 Das Empfangende bewegt sich nach unten oder nach innen. Es gibt nichts zu tun, nur zu empfangen.
und das Schöpferische bewegt sich nach oben oder nach außen. Das Schöpferische geht in die Bewegung nach außen. Diese ständige Bewegung in der dualistischen Natur lässt uns empfangen und schöpfen. Diese ständige Bewegung in der dualistischen Natur lässt alles, was entsteht, immer aus der Beziehung zwischen weiblich und männlich entstehen. Alles, was entsteht, entspringt dieser Bewegung zwischen Yin und Yang. In Frieden sein heißt in Ausgleichung sein. In Ausgleichung zwischen diesen beiden großen Kraftfeldern. Zwischen diesen beiden Urprinzipien. Das Empfangende und das Schöpferische. Es ist der Tanz. Alle Erscheinungen entstehen, da sich das Empfangende und das Schöpferische begegnen. Das Empfangende senkt sich herab, das Schöpferische steigt auf. Und es entsteht ein Tanz. Beide Bewegungen begegnen sich und sind in Harmonie. So kann aus diesen beiden Bewegungen heraus alles wachsen und blühen und gedeihen. Beide Bewegungen begegnen einander in Harmonie. Und wir empfinden dies als Frieden.
Frieden entsteht, wenn sie Himmel und Erde, ihre Kräfte in inniger Harmonie vereinigen. Dieser Frieden ist ein Segen für alle. Für die Menschen, für die Tiere, für die Pflanzen, für die Mineralien, für den gesamten Planeten Erde. Für die gesamte Schöpfung, für das gesamte Universum. Ja, Frieden erzeugt Schöpfung. Frieden erzeugt Schönheit. Im Frieden begegnen wir uns in innerer Harmonie. Im Frieden kann alles wachsen und blühen und gedeihen. Nichts stört diesen heiligen Prozess des Empfangens und des Schöpfens. Frieden sein heißt geborgen sein. Frieden sei mit dir. Frieden sei mit uns. Frieden ist die Geborgenheit. In Gott. Frieden erzeugt Schöpfung. Frieden erzeugt Schönheit. Frieden begegnen wir uns in innerer Harmonie. Im Frieden kann alles wachsen und blühen und gedeihen. Du kannst es fühlen, wenn du an solchen Orten dich aufhältst. Die hohe Schwingung des Friedens. Denn in Frieden sein heißt geborgen sein. Friede sei mit dir. Friede sei mit uns. Das Empfangende und das Schöpferische. Eine ständige Bewegung in der dualistischen Natur. Ein gemeinsamer Tanz. Wir können uns wahrlich um Frieden
bemühen. Wir können friedfertig sein. Dafür braucht es deine Offenheit, deinen Atem, deine innere Beobachtungsgabe, deine innere Führung und deine innere Weisheit. Ja, du kannst Frieden stiften. Immer wenn der Frieden gestört wird, braucht es eine Korrektur. Du kannst Frieden stiften durch Ausgleichung. Denn wir können gegenläufige Kräfte ausgleichen. Wir können gegenläufige Emotionen ausgleichen. Dies ist der natürliche Weg des Universums. Denn alles im Universum strebt immer nach Ausgleich. Und du kannst ihn fühlen, diesen Punkt in dir, diesen Gleichgewichtspunkt. Es braucht deine innere Führung, um die großen Kraftströme in Ausgleichung zu führen. Atme hinein in deinen Gleichgewichtspunkt in dir. Ruhig und tief. Von hier aus kannst du gegenläufige Kräfte in dir ausgleichen. Von hier kannst du gegenläufige Emotionen in dir ausgleichen. Ja, du hast die Fähigkeit, auszugleichen. Gehe immer wieder zu deinem Gleichgewichtspunkt in dir. Du kannst gegenläufige Kräfte ausgleichen. Du kannst gegenläufige Emotionen ausgleichen. Durch Atmen durch innere Beobachtung durch innere Führung durch deine innere Weisheit. Kommst du in Harmonie und Ausgleichung mit deiner Seele. Und diese Ausgeglichenheit mit deiner Seele nennen wir
Seelenruhe. Übernimm die Führung. Vertraue deiner inneren Weisheit. Fühle deine höhere Führung. Tiefe Seelenruhe ist fühlbar. Fühle diese Kraft von deinem Gleichgewichtspunkt aus. Beide Strömungen tanzen zu lassen. Das Empfangende und das Schöpferische. Aus der Mitte deiner Seelenruhe. Dein Energiefeld wird um einiges größer. Fühle, wie sich deine Aura ausdehnt, glänzend, leuchtend, strahlend, friedvoll. Ja, du kannst Frieden schaffen. Denn du kannst auch die gegenläufigen Kräfte in einer Gemeinschaft ausgleichen. Wenn du in Seelenruhe bist, wir können die gegenläufigen Kräfte in einer Gemeinschaft ausgleichen. Durch tiefe Seelenruhe und die Harmonie
in die Gemeinschaft bringen. Das nennen wir Friede. Ja, atme. Beobachte. Übernimm die innere Führung und vertraue auf deine innere Weisheit. Denn Weisheit ist immer auch die Fähigkeit, auszugleichen. Durch achtsame Gedanken, durch Selbstkontrolle in Wort und Tat und durch respektvolles Handeln. So kommen diejenigen, die in Unfrieden sind, in deinen Einfluss und können sich wandeln in Richtung Frieden, in Richtung Ausgleichung. Wenn die Friedvollen in der Gesellschaft in zentraler Stellung sind, dann kommen diejenigen, die in Unfrieden sind, unter ihren Einfluss und können sich wandeln. Denn Frieden ist Geborgenheit in Gott. Wenn der vom Himmel kommende Geist in Ausgleichung kommt mit der Sinnlichkeit, kommt es zur Hochzeit, die Zeit des Blühens und des Wachsens, die Zeit der Kreativität und der Freude. Es heißt, das Übel im Staate und in der Menschheit wird erst dann enden, wenn die Herrscher oder Herrscherinnen weise werden oder wenn ein weiser Herrscher wird. So lasst uns in den Frieden ziehen. Durch Atmen. Durch Beobachten. Durch die innere Führung, durch die innere Weisheit. Lass uns zu den Friedvollen in unserer Gesellschaft werden. Und überall dort, wo Menschen in dein Umfeld kommen, kommen sie unter deinen friedvollen Einfluss. Frieden sei mit dir. Frieden sei mit uns. Ich